Und damit herzlich willkommen zurück zu Super Mario Maker 2. Wir sind hier mit wildes Wolkengehüpfe stehen geblieben. Wer möchte sich zu meiner persönlichen Ergötzung dieses Level stellen? Es ist ganz einfach. Man muss nur 40 Münzen sammeln und das Ziel erreichen. Ach ja, dabei hüpft man unkontrollierbar herum und wird von Kugelvideos beschossen. Also ist das der Nachteil, dass wir beschossen werden. Aber 40 Münzen klingen jetzt gar nicht mal so schwer. Aber das Gute ist, wir dürfen jetzt nicht auch mitnehmen danach. Also von daher alles gut. So. 40, okay. Ich wäre einfach fast gestorben. Ach du Heilige, was ist das? Alter, was zur Hölle? Das ist ja mal wirklich wildes Wolkengehüpfe. Schnell die Zinnercoins holen, würde ich sagen. Oh mein Gott, ich kann heute immer noch nicht spielen. Das ist so schlimm. Okay, wenn du meinst, Spiel. Wenn du meinst, ich... Es spawnen einfach keine weiteren Münzen und ich dachte, ich warte jetzt ab, bis ich Münzen bekomme. Nein, ich muss anscheinend Minimum drei Zehner-Coins oder besser einsammeln. Mann, oh nein, Luigi, ich will kein Level editieren. Und das nach zwei Versuchen gerade mal, also wirklich. Ich hab's geschafft. Egal, mir die eine 10er-Coin ist mir sowas von egal. Oh Gott, oh Gott. Also der Start, die lief jetzt... Naja, es ging so. Fast 3 Minuten damit verschwendet, das ist jetzt nicht ganz so geil. Dafür aber 200 Münzen wieder plus. Ostflügeltüre sind da. Na, machen wir weiter. Und zwar mit Lava Fit. Ich habe einen total funky Fitnesskurs gebaut. Komplett mit steigender Lava und so. Leider ist er jetzt so schwierig, dass ich ihn nicht mehr schaffe. Will jemand anderes probieren? Popstar 1. Oh, wieder 200 Münzen. Wir werden rich. Wir werden wieder Millionär. Aber ich frage mich gerade, bis wie viel gehen die Aufträge? Bis 100? Wird es insgesamt 100 Aufträge geben? Wäre eine schöne Zahl, ja. Aber wir werden schon echt lang. Es ist so gesehen Lava Castle mit steigender Lava. Ah. Ich weiß nicht, ob das ganz so geil ist. Aber hier ist eine 30er Coin, die uns schon sehr viel weiterbringt. Okay, hier müssen wir Blöcke aktivieren. Und wenn es ein, so ein bisschen... Kommt es an mein Level dran, was ich damals gebaut habe? Wieso habe ich in letzter Zeit nur solche Fails, wo ich eigentlich, wenn ich getroffen werde, wenn ich ein Power-Up habe, dennoch irgendwie auf die Kanonenkugel komme, raufkomme, aber irgendwie das nicht zählt? Ja, okay, ich werde wahrscheinlich getroffen, okay, aber wenn ich groß bin oder so, dann... Ja. Vergessen wir es. Machen wir es ruhig. Dann können wir immerhin nochmal diese schöne 30er-Coin einsammeln. Und sind dann schon mal bei fast 100 Münzen, die wir einfach hier in dann Plus bekommen. Das ist natürlich sehr schön. So, hier hoch. Hat die Kanonenkugel das auch ein bisschen blöd echt hier gemacht. Und ich sterbe zweimal so lächerlich, wie ich beim ersten Mal gestorben bin. Nein, Luigi, bitte, nein, halt den Mund. Halt den Mund.
Kann man, ich hasse es, dass man das nicht ausstellen kann oder so eine Art. Aber hey, dann sammeln wir ein bisschen Münzen. Kann nicht schaden. Ich will doch nur das Level schaffen. Dann warte ich halt das nächste Mal länger. Okay, Spiel, wenn du meinst. Wenn du willst, dass ich das mache, gönne ich es dir einfach heute, okay? Dann gönne ich es dir. So. Endlich geschafft. Und hier oben ist der Ausgang. Wenn die Kanonenkugel jetzt durchgegangen ist, wäre natürlich richtig besser. Ah, der Checkpoint aber. Und hier ist einer der längeren. Okay. Spiel. Kann ich mal bitte besser spielen? Die wollen halt echt, dass wir hier springen. Was für eine Scheiße. Und ich glaube, ich werde sterben, weil die Lava zu hoch ist. Ja, und ich habe nicht gewartet. Geil. Ah, stimmt, die Münzen, die 100 Münzen, die ich jetzt plus... Ah, komm, ich habe keine Münzen, ich habe fast keine Münzen plus gemacht. Schmutz. Schmutz. Game over. Krass. Okay. Von Anfang an. Die Rohre, ich drücke nach oben. Okay, das war mal sehr amüsanten 4 Minuten, wo ich einfach nur gestorben bin. Jetzt wird's besser laufen, Leute. Jetzt sage ich euch wirklich alles first try. Bis auf das Level. Aber ich weiß nicht, ich spiele heute auch so ein bisschen unruhig. Ich weiß nicht ganz genau, warum. So, hier warten wir diesmal. Ah. Ja, genau so. Okay, wo ist jetzt das Problem? Wo war das Problem in den ganzen vorherigen Versuchen? Hier ist es ja auch nicht das Problem, irgendwie hier hinzuhalten. Jetzt warte ich, bis die Lava mal ansteigt und runtergeht. Und wenn er gleich das Ziel kommt, dann bin ich echt frustriert, dass ich das nicht irgendwie geschafft habe. Okay, ich bin gestorben, kommst vom Ziel, weil ich nicht mal wusste, wo die Linie kam oder wie die Lava runtergeht. Okay. Das kann ich ja verkraften. Aber dass ich vorhin die ganze Zeit gestorben bin, kann ich nicht verkraften. So, hier einfach rüberspringen. Aber ich bin so ein bisschen nervös bei diesen Sprüngen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ich möchte es schaffen. Danke. Danke, dass ich auch mal nach knapp 8 Minuten, 6 Minuten oder keine Ahnung was geschafft habe. Neuer Rekord, habe ich das Gefühl. Egal. Ich bin zufrieden. Oh Mann, das war jetzt schwer. Auch zu kommentieren war gerade furchtbar. Okay. Die Tore sind jetzt eröffnet und Frage, wenn ich jetzt die Kanone an... Ich habe eine böse Vermutung, dass aus der Röhre Kanone mal rausfliegen kann. Bitte sag mir, dass ich mich irre. Bitte. Ich irre mich und es sind nur Münzen. Danke. Der hat mich getrollt. Der trollt mich einfach. Nein, eine zweite Yamamura-Aufgabe. Das kannst du mir nicht antun. Ich bin doch schon einfach kurz vom Tod.
Okay, das tue ich mir im nächsten Part an. Die unschaffbare Festung. Die Festung wird von Steinblöcken und Kettenhunden beschützt. Die wird Mario nie einnehmen. Wenn man Käferpanzer mit Y in der Hand nimmt, kann man sie übrigens auch ganz hilfreich auf den Kopf setzen. Naja, okay. Oh, okay. Man merkt schon, dass die 4-Sterne-Aufgaben reinballern. Also schon schwerer sind als die anderen, als 3 oder so. Man merkt das. Und andererseits finde ich es sehr gut. Dass es aber mal knackige Aufgaben gibt. Okay, so stirbt der schon mal. Ah, das ist so ein... Wir müssen immer den Steinblock hochschießen. Damit der mir so gesehen... Platz frei macht. Oder auch nicht. Okay. Ah doch, jetzt geht er endlich hoch, okay. Oh nee, ich darf jetzt wirklich so oft warten. Ist was Interessantes. Ich mag die Bowser-Statuen auch. Ach komm. Weil wir die Münzen brauchen, obwohl wir jetzt eigentlich die Münzen gerade nicht ganz so zwingend brauchen. Wir haben gerade das letzte Mal schon sehr viele Münzen mitgemacht. Ja, komm. Ah, okay. Münze. Also die 10er-Coin, die so geschenkt ist, nehme ich gerne mit. Nein, jetzt sag nicht mein Pilz. Oh, mein Pilz ist tot. Ganz geil. Ich muss den gar nicht besiegen. Achso, okay. Egal, wir haben es geschafft. Der Kampf war mir ein bisschen weird, aber schöner Custom-Mini-Boss. Ja, wir sind schon mal bereit. 13 Minuten und mit 3 Level. Okay, heute kommen wir echt schlecht voran. Lag auch ein bisschen an das eine Level. Hoppla. Nee, die Yamaru. Nee, die Taumaufgabe mache ich nicht. Die mache ich nicht. Nein, am Arsch. Tiefsee-Hothead-Schlangen. Ich habe ein paar Seeschlangen verzaubert, sodass die jetzt aus Hotheads besteht. Es könnte aber auch ziemlich gefährlich sein, jetzt hier schwimmen zu gehen. Wenn es jemand bis zum Ziel schafft, gibt es nur eine Belohnung, okay. Nee, die Taumaufgabe, die erste hat mich schon brutal gemacht. Die zweite hebe ich mir lieber für den ganzen Part auf, falls es sein muss. Und selbst wenn, würde ich schneiden, ja. Aber dennoch. Und es ist ein Unterwasserlevel. Oh Gott. Mit Hotheads oder wie war's? Ja, mit wirklichen Hotheads. Krass. Oh, aber eine coole Idee. So Hotheads als Schlangenbahn, kann man das nennen? Doch, so ein bisschen schon. Okay, das ist ja nicht eine schöne Sache. Ja, und der Wasserlevel haben die auch gar nicht mal so viel reingemacht, was ich gut finde. Oh, warte mal, da ist eine Münze, da ist eine 10er-Coin. Die nehme ich gerne an. Weiter geht's. Kann ich die Hotheads vielleicht noch ein bisschen anflammen? Dass sie ein bisschen schneller laufen? Ich glaube, da oben wird noch eine Feuerblume sein, die ich nicht brauche. Aber warte ab. Ich brauche die nicht und gleich werde ich verrecken. Okay, wir sind irgendwie durchgekommen. Ja, okay, jetzt kommen noch 3 weitere. Nee, sogar 2 Mini und 2 große. Okay. Ich habe eh das Gefühl, dass das Ziel langsam kommt. Boah, du. Großer. Ach,
Ist das ein... Ja, ist schon ein Sheep-Sheep, eine andere Sorte. Ja, und wir bekommen... über 12 One-Ups im Level. Aber wenn das jetzt eine Endlos-Challenge an... Hui. Wäre natürlich auch geil, so eine No-Skip-Challenge oder halt diese berüchtigen... Oder endlos auf sehr schwer und mal durchstehen, wie man lang man kommt oder so. Wäre auch eine Idee. Man kann mit Mario Maker noch sehr viel machen. Und ja, Leute, sehr viele würden sagen, mach das, diesen Turm hier. Also wir können das, okay. Machen wir auch. Eigentlich wollte ich den Dach vom ersten UG machen. Oder im ersten Hauptgebäude. Wenn es sein muss, dann machen wir es doch den. Und dann ist auch schon das letzte an. Wiedergänger in der Lava. Ich wusste nicht, was ich bauen sollte. Da habe ich einfach ein paar Knochentrocken genommen. Jetzt traue ich mich nicht mehr in die ins Level. Kann bitte irgendwer versuchen, alle Knochentrocken zu besiegen. Es kann auch ein Ziel schaffen. Vorsicht bei der Lava. Besiege alle 6 Knochentrocken. Also Knochentrocken, wie soll man die besiegen? Die Lava stürzen lassen? Mehr rausspringen, wenn die ja nicht besiegt, richtig. Powerblock. Okay, ganz kurz verwirrt durch das Levelaufbau. Mehr als verwirrt. Oh. Ah, man kann Knochentrocken nur mit dem Tanuki-Schwanz oder so endgültig besiegen, oder wie? Deswegen klappt es auch so gut bei mir. Was ist denn jetzt los? Ich glaube, ich gönne mir nach dem Part mal eine fette Pause. Oh yeah. Ey, Luigi, ich will ja nichts sagen, aber... Du gehst mir schon ein bisschen auf den Sack. Nein, 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 komm, komm. Beleb dich. Was ist darin jetzt so schwer gewesen? Egal. Also der Part liegt mir echt heute gerade nicht so ganz gut. Bam, 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 bam. Okay, noch 1000 Münzen brauche ich ungefähr. Das wären ungefähr 500 Aufgaben oder halt ein bisschen mehr. Warte mal, was war da? Ah, ja, mach. Nee. Blinkblockade. Mit Hilfe der Blinkblöcke sollte es möglich sein, diese Klippe zu erklimmen. Jetzt brauche ich noch eine Testperson, die sich der Herausforderung stellt. Es ist jedoch ein gutes Rhythmusgefühl vernötigt. Blau und Rot wechseln sich ab. Die Disco-Blöcke aus 3D World. Ha. Na, es gibt gute Level mit dem auch im Originalspiel, aber... Ein bisschen die Champions Road hat's... Ein bisschen geschafft. Bam, bam, ba, dum, dum. Dum, 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 dum. Ja... Ah, man kann in den Blöcken stehen. Ach, komm, Alter. Was mache ich gerade für einen Unsinn wieder? Ich sollte mit Fett eine Pause nehmen. Man hat sogar... Yep.
Vielleicht sollte ich mal ein bisschen weniger reden heute, obwohl ich eigentlich heute gar nicht viel rede, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich bin einfach nur ein Ziel. Und ich glaube, wir beenden schon mal den Part an dieser Stelle. Es wird wahrscheinlich ein kurzer Part sein. Ja, Leute, aber ich muss mich noch ein bisschen ausruhen vor der Taubenaufgabe. Ich will keinen Mental Breakdown bekommen in diesem Part. Im nächsten. Kann man doch, glaube ich, verstehen. Und dann sollte auch so langsam, glaube ich, das Castle fertig sein. Ungefähr. Vielleicht spielen wir morgen bis zur Aufgabe irgendwie Dach oder... Ach, keine Ahnung, schau mal. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen. Aber nicht vergessen, um weitere Videos von Super Mario Maker etc. nicht zu verpassen. Ich würde sagen, man sieht sich. Bis dahin. Und ciao, ciao.